Herz, Niere, Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm. Viele unterschiedliche Organe und Gewebe können heute erfolgreich transplantiert, das heißt von einem Spender auf einen Empfänger, übertragen werden. Thorsten Andersen ist 30 Jahre alt. Noch vor knapp 3 Monaten arbeitete er und machte regelmäßig Sport. Über Nacht stellte eine Krankheit sein Leben auf den Kopf. Thorsten, du wartest auf ein neues Herz. Wie lange war dein Leben völlig normal, so wie für alle anderen? Und wann wusstest du zum ersten Mal, dass mit deinem Herzen was nicht in Ordnung ist? Also vor 2,5 Monaten habe ich was gemerkt. Ich hatte Bronchien gehabt, leichte Erkältung, das habe ich verschleppt. Und der Virus hat dann mein Herz angegriffen. Das hat man hinterher festgestellt. Und wann wurde dir dann klar, dass du wahrscheinlich ein neues Herz brauchst? Ja, nach den 2. Herzoperationen war mir das schon klar, dass ich diese Unterstützung habe. Dieses Novacor-System unterstützt ja mein Herz. Ja, ich habe nur noch ungefähr 20% von meiner Herzleistung. Und die restlichen 80% macht dieses Gerät. Den Durchfluss regelt das. Und da war mir das schon klar, dass ich ein neues Herz brauche. Was gehen einem für Gedanken durch den Kopf, wenn man weiß, man braucht ein neues Herz? Weil das ist ja irgendwie so unser wichtigstes Organ. Was wünschst du dir dann? Tja, dass alles wieder gut wird. Ich habe ja noch einen Sohn, der ist 3 Jahre. Ich bin auch erstmal 30. Also ich hoffe, dass sich das noch zu guten bessern wird. Yvonne, du hast es miterlebt, dass sich was geändert hat im Leben von Thorsten komplett. Wie hast du reagiert? Klar, erstmal geschockt auf jeden Fall. Es ist schon ein harter Schlag, sowas mitzubekommen. Und klar, und die Hoffnung natürlich, dass alles wieder gut wird. Und kannst du dir vorstellen, Organe zu spenden? Ja, ich finde das sehr, sehr gut, dass es so eine Möglichkeit gibt, anderen Leuten noch zu helfen. Und klar, und jetzt aktuell durch die Situation von Thorsten ist natürlich wieder mal vermehrt dieser Gedankengang auch aufgekommen. Hast du keine Angst? Nein, eigentlich nicht, weil die Vorstellung, einfach anderen Menschen nach meinem Tod hinweg noch zu helfen und denen quasi ein neues oder ein weiteres Leben zu ermöglichen, beseitigt eigentlich alle Ängste, die man so hat. Wenn ich die Möglichkeit habe, noch jemandem zu helfen nach meinem Tod, warum sollte ich das nicht machen? Also ich finde es unheimlich wichtig, anderen Menschen ein Leben quasi zu schenken, wenn ich ja eigentlich nicht mehr da bin. Viele stehen der Organspende positiv gegenüber, sind aber unsicher, wie deren Ablauf und Organisation funktionieren. Die wichtigsten Fragen wollen wir in Interviews und mit Hilfe nachgestellter Szenen beantworten. Was ist passiert? Sie ist ohnmächtig geworden und plötzlich zusammengebrochen. Françoise! Hallo? Verschiedene Erkrankungen können zum Hirntod führen. Hören Sie mich? Häufig sind die Ursachen ganz akut, wie zum Beispiel direkte Hirnschädigung oder Sauerstoffmangel. Frau Dupont ist während der Arbeit plötzlich bewusstlos geworden. Die Ärzte im Krankenhaus stellen eine massive Hirnblutung fest. Alle diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten werden ausgeschöpft. Doch trotz intensivster Bemühungen verstirbt die Patientin. Der Hirntod ist eingetreten. Unter Hirntod verstehen wir den endgültigen, unumkehrbaren Ausfall aller Funktionen des Gehirns. Computertomografische Aufnahmen zeigen, dass in diesem Fall eine massive Hirnblutung zum Hirntod geführt hat. Um den Ausfall der verschiedenen Funktionen des Gehirns nachzuweisen, führen 2 Ärzte unabhängig voneinander nach einem genau festgelegten Schema verschiedene körperliche Untersuchungen durch, die wir hier nur in Teilen und andeutungsweise zeigen.
Der erste Untersucher protokolliert sorgfältig alle Ergebnisse, um sie später mit denen seiner Kollegin zu vergleichen. Erst wenn beide Mediziner unabhängig voneinander den Hirntod festgestellt haben, ist die Diagnose Hirntod endgültig. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Koma und Hirntod? Viele Angehörige äußern diese Ängste. Wie kann ich denn unterscheiden? Denn der Angehörige oder der Laie, der weiß ja gar nicht, ist das jetzt ein Koma oder ist das Hirntod? Ein komatöser Patient ist bewusstlos. Das heißt, er öffnet die Augen nicht. Darum kann er trotzdem noch Abwehrreflex haben, darum kann er noch selber atmen. Aber die Grenze zwischen tiefstem Koma und Hirntod, das ist unsere Aufgabe als Mediziner, diese Grenze festzustellen und zu sagen, jetzt ist es ein tiefes Koma, jetzt ist es aber ein Hirntod und damit ist der Patient verstorben. Herr Dr. Aussage, wie stellt man denn fest, ob ein Mensch hirntot ist? Viele stellen sich vor, ich habe einen Organspendeausweis, wunderbar, und wenn ich sterbe, kann ich meine Organe jemandem zur Verfügung stellen. Dem ist ja leider nicht so. Denn dieser Zustand des Hirntods ist ja eine ganz seltene Situation. Die tritt immer genau dann auf, wenn das Gehirn nicht mehr durchblutet, nicht mehr versorgt wird, das Gehirn praktisch verstorben ist, während die übrigen Organe durch die Hilfe der Mediziner, also durch Geräte, durch Medikamente, wird praktisch die Herz-Kreislauf-Situation aufrechterhalten. Das heißt also, es kann nicht passieren, dass Menschen Organe entnommen werden, die nicht wirklich hirntot sind? Das ist ja genau unsere Aufgabe, zu klären, ist ein Hirntod eingetreten oder nicht. Ja? Aber das ist ein Tod, den wir ja so nicht erwarten. Denn alle, wir erwarten ja, unser Herz bleibt stehen, wir hören auf zu atmen und damit sind wir tot. Beim Hirntod ist es genau andersrum. Da ist es so, dass durch eine Hirnschädigung, egal jetzt, ob das Hirn direkt geschädigt wurde oder durch einen Sauerstoffmangel geschädigt wurde, es dazu kommt, dass das Hirn praktisch abgestorben ist, keine Hirnfunktion mehr da ist, aber die Organe eben noch durch Hilfe der Medizin, zum Beispiel durch eine Reanimation, durch eine Wiederbelebung, aufrechterhalten werden können. Das ist etwas sehr Seltenes. Das heißt also, wenn ich hirntot bin, ist klar, dass ich nie wieder was fühlen werde, nie wieder was schmecken, was riechen werde? Wichtig ist, dass man weiß, Hirntod ist tot. Auch wenn es sich vielleicht jetzt so von der Sprache so anhört, nur das Hirn ist tot, aber der Mensch lebt noch. Und das ist für Angehörige auch sehr schwierig zu verstehen. Wenn die ans Bett treten, dann sehen sie ihren Angehörigen genauso, wie sie ihn vielleicht vor ein paar Tagen gesehen haben und können nicht verstehen, dass da eine Änderung eingetreten ist. Denn der Körper ist warm, das Herz schlägt, die Lunge wird durch die Maschine beatmet, aber trotzdem ist der Hirntod eingetreten und damit der Tod des Patienten. Es gibt keinen Unterschied zwischen Hirntod und Tod. Die Gehirnzellen verfallen bereits, während der übrige Körper noch künstlich durchblutet wird. Eine Wiedererlangung des Bewusstseins ist nicht mehr möglich. Aber sie atmet doch. Nein, die Atembewegungen, die Sie da sehen, geschehen nur mit Hilfe dieser Maschine. Sie atmet nicht selbst, sie wird künstlich beatmet. Aber sie ist ganz warm. Der Hirntod ist für die Angehörigen sehr schwer zu verstehen. Sie erfahren zwar die Ergebnisse der Untersuchungen, sie sehen aber, dass der Verstorbene scheinbar noch atmet. Und sie fühlen, dass die Haut noch warm ist. Dieser Mensch scheint also zu schlafen. Doch in Wirklichkeit ist er tot. Gibt es gar keine Hoffnung? Nein, man kann jetzt überhaupt nichts mehr für Sie tun. Ihr Gehirn ist zerstört, die Schädigungen sind unumkehrbar. Sie wird nie wieder aufwachen? Nein, nein. Kurz nach dem Tod über eine mögliche Organentnahme zu sprechen, ist für Ärzte und Angehörige gleichermaßen belastend. Doch es geht ja darum, anderen Patienten das Leben zu retten und dem Willen der Verstorbenen gerecht zu werden. Mit viel Einfühlungsvermögen lässt sich diese Aufgabe lösen. Wie ist das denn jetzt, wenn Sie den Hirntod festgestellt haben? Woher wissen Sie denn, ob jemand Organe spenden möchte oder nicht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es zunächst einmal die Möglichkeit, dass die leider viel zu selten genutzt wird von den Menschen, dass ein Organspendeausweis vorliegt, der eingesehen worden ist, sodass man sagen kann, jawohl, dieser Patient, dieser inzwischen Verstorbene, hat zu Lebzeiten einer möglichen Explantation zugestimmt. Die andere Möglichkeit ist, dass wir
mit den Angehörigen reden, und zwar mit den nächsten Angehörigen reden. Also im Falle von jungen Erwachsenen sind das in aller Regel die Eltern. Im Fall von verheirateten Menschen ist das in aller Regel der Ehepartner. Und das können auch mal im Einzelfall bei älteren Menschen die Kinder sein, die als nächste Angehörige für uns Ansprechpartner sind.